So, ich bin jetzt hier an einer von drei Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Nähe meines derzeitigen Urlaubsortes. Ich bin Andreas Kühl vom Energieblog energienet.de. Hier könnt ihr einen kleinen Eindruck von der Anlage gewinnen. Ich fahre mal hier ein bisschen entlang. Die Anlage ist ähnlich wie bei uns gut abgesichert. Mit Zaun, Videoüberwachung, Bewegungsmelder und auf der anderen Straßenseite, vielleicht kann man es erahnen, ist eine weitere Freiflächenanlage. So, ich will jetzt mal ein bisschen umschalten, schwenke mal wieder zurück, beziehungsweise ich versuche mal umzuschalten auf mich. Ob ich das, mal sehen, ob ich das hinkriege. So, ich habe vorhin die Sonnenbrille hochgenommen. Also, ihr seht, ja, hallo, ich bin Andreas Kühl, wie gesagt, vom Energieblog energienet.de. Ich bin derzeit mit meiner Familie in Süditalien unterwegs und wollte euch mal berichten von meinen Eindrücken über erneuerbare Energien und speziell Photovoltaik in Süditalien. Das Wetter ist ja hier sehr, sehr, sehr schön, kann man sagen. Wir hatten ja jeden Tag bisher über 30 Grad. Selbst nachts wird es nicht wesentlich kühler. Also die Voraussetzungen für Photovoltaik sind eigentlich ideal. Und kurz zu Zahlen, zur Statistik, was ich gefunden habe. Vor 3 Jahren, im Jahr 2012, lag der Solarstromanteil in Italien schon bei 6,5% und erneuerbare Energien insgesamt bei 28,5%. Was habe ich unterwegs gesehen an Photovoltaikanlagen? Neben diesen einigen Freiflächenanlagen unterschiedlicher Größen ist mir aufgefallen, in den Ortschaften sind relativ wenig Dachanlagen. So wie bei uns in Süddeutschland. Es ist sehr, sehr viel davon zu sehen. Ist hier relativ wenig und die sehen auch anders aus, weil die Häuser hier auch ganz anders aufgebaut sind. Es sind Flachdach, deswegen muss es oben auf dem Dach extra aufgeständert werden. Sind ja zum Teil recht große Anlagen, aber auch zu sehen. Was ich am interessantesten fand, war, an einigen Autobahnen waren überdachte Parkplätze mit Photovoltaik-Modulen, die sich nach der Sonne ausrichten. Also hat man immer einen Platz im Schatten und der schattige Parkplatz erzeugt aus derselben Zeit noch Strom. Elektrotankstellen gibt es da aber nicht an diesen Parkplätzen. Auch an einigen Supermärkten habe ich solche Parkplätze gesehen. Ich habe da einige Fotos gemacht, die findet man alle bei Instagram. Werde ich anschließend nach dem Urlaub auch nochmal zusammen veröffentlichen im Blog. Ja, das war es im Wesentlichen. Also solche Freiflächenanlagen gibt es einige hier in Süditalien, könnte aber wie gesagt bei den Wetterbedingungen doch wesentlich mehr sein. Weil es sind ja andererseits auch viele freie Felder hier, die ungenutzt sind. Könnte man damit sinnvoll nutzen, beziehungsweise in den Städten damit dann auch noch den Anteil weiter erhöhen. Auf die Politik möchte ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen. Ich wollte hier ein bisschen was zeigen von meinem Eindruck von den Anlagen. So, jetzt drehe ich mich ein bisschen zur Sonne. Innen muss also die Sonnenbrille runterklappen, um da die Anlagemodule im Hintergrund besser zeigen zu können. Ja, es ist hier also noch ein bisschen was zu tun, auch wenn der Stand schon recht gut ist an Photovoltaikausbau. Habt ihr andere Eindrücke aus Italien oder international mitgebracht an Photovoltaik, an erneuerbare Energien aus dem Urlaub? Ich bin gespannt, ob ihr auch was erzählen könnt. Vielleicht schreibt ihr mir per Twitter an
an @energynet oder im Blog an meine Mail-Adresse kontakt@energynet.de. Darüber berichte ich dann gerne auch im Blog. Habt noch eine schöne Zeit. Demnächst bin ich wieder für euch zurück in Berlin. Tschüss.